So, also dann hallo und herzlich willkommen zurück. Ich und Jero melden uns wieder mit Spiel Nummer 3 zwischen Evil Geniuses und Vega Squadron. Es geht um das erste Team, Vega das die Squadron Chance hat, ins Semifinal des Frankfurt Majors einzuziehen. Es geht darum, wer kann sich schon mal einen sicheren Platz unter den Evil Top 10 Geniuses sichern turn to und pick. wer muss nachher noch mal im Lower Bracket dran. Also was heißt nachher? Der Plan für die folgenden Tage ist folgender. Wir haben heute noch das Upper Bracket zwischen EG und Vega, hier die Entscheidung. Dann im Anschluss Seeded gegen LGD und dann bereits die ersten vier Lower Bracket Matches und die Entscheidungen, wer nach Hause fahren darf. Morgen dann ab 10:30 Uhr Secret gegen Mineski. 10 seconds Und remaining. Secret gegen Mineski und wer war die andere Five Paarung? seconds remaining. LGD gegen Vichy. Stimmt, nein, Vichy gegen. Evil geniuses Gott, turn ich to bin jetzt pick. ganz verwirrt. Ich schaue mal ganz schnell nochmal nach, bevor ich euch hier Schwachsinn erzähle. Aber ja, das zumindest der Plan. Heute zwei Upper Bracket, morgen zwei Upper Bracket, dann danach nochmal das Lower Bracket. Also jetzt kommt zwar Schlag auf Schlag und die ersten Teams müssen nach Hause fahren mit 10 seconds mir. Hier aber jetzt noch remaining. der liebe Jero für die Entscheidung dieser Series dabei. Und ja, deine Five Meinung von seconds Anfang an, remaining. wer meinst du, kommt hier weiter? EG oder Vega? Wer Vega hat dich vielleicht mehr Squadrons überzeugt in turn den to ersten cash. beiden Matches hier? Ich kann es einfach nicht sagen. Diese beiden Games waren wirklich auf Augenhöhe, hin und her Evil ging es. Geniuses turn to Kommt back. viel auf den Draft an, aber es kommt irgendwie noch mehr auf die Plays an bei den beiden Teams. Also sie scheinen beide immer eigentlich das zu bekommen, was sie wollten, mehr oder Vega weniger. Squadrons Von turn to daher, back. oh, ich gebe einfach mal 51% für EG, weil es einfach die TI-Champs sind. Weil es einfach EG ist, deswegen müssen sie es ja hier Aber machen. was noch du eben angesprochen hast, ist das Vici Game gegen Virtus Ten Pro. seconds remaining. Stimmt, Vici Gaming gegen Virtus Pro, ja, danke, dass du sagst, das ist dann morgen. Five seconds Ja. Und remaining. Seedeck LGD, aber das hast du, glaube ich, schon Genau, angesprochen. das habe ich schon angesprochen gehabt. Vega Squadrons Also turn auch to back. morgen auf jeden Fall Hammer-Matches dabei. Wer nicht live vor Ort sein kann, der Evil kann sich zumindest mit geniuses deutschen turn Cast to hier auf pick. jeden Fall anschauen. Hoffe, es gefällt euch soweit. Aber ja, zumindest zu der Thematik, was beide Teams durchbekommen haben immer. Vor allem EG. Ich habe immer das Gefühl, PPD, er weiß zu draften wie kein anderer und teilweise seinen Gegner auch zu lenken, weil auch dieses Mal wieder Tusk lassen sie durch. PPD weiß ganz genau, dass sowohl Seema als auch Mac einen sehr starken Tusk spielen können. Aber er scheint davor keine Gefahr zu Ten haben. Genau seconds dasselbe remaining. gilt für Dazzle, einer der Signature-Picks von Seema. Five Ja, seconds lässt er remaining. einfach durchgehen und bannt dafür Helden wie Nightstalker oder Broodmother, die Reserve bei time. weitem nicht mehr so gefährlich ist zum aktuellen. Ja, zum aktuellen Meta-Standpunkt, wie es noch vor einem Monat der Fall war. Ja, und drafttechnisch, jedes Mal kommt ein anderer Held durch. Einmal Doom, einmal Slaughter, jetzt der Undying. Von daher haben wir relativ viel Variationen im Draft, muss man sagen. Huska wird rausgenommen. Haben wir, glaube ich, nicht einmal gebannt gesehen, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es in den letzten zwei Nee, in den Series letzten war. beiden Series war Huska jeweils drinnen, aber er hat sich, sag ich mal, auch über den Verlauf des Turniers so als dieser Pocket-Pick herauskristallisiert, der einfach gepickt wird, wenn alles funktioniert oder wenn der Gegner nicht darauf vorbereitet ist. Und ich Vega glaube einfach, Vega Squadrons möchte die turn to Gefahr pick. eliminieren. Deswegen auch der Sven-Ban. Er ist bei weitem kein Meta-Held, aber EG hat gezeigt, in gewissen Drafts können sie ihn einbauen. Und sie wollen hier einfach nicht überrascht werden. Da sind dann solche Helden wie Quap, wie Bane, sind sicher für Vega Squadron deutlich angenehmer. Sie sind zwar vielleicht sogar stärker, aber man kennt diese Helden besser. Man weiß, was EG damit vorhat, was sie planen oder wie dieser Held einfach 10 seconds funktioniert. Bei remaining. Helden wie Huska oder Sven, zumindest im Sven-Game hatte ich das Gefühl, den hat Vega Five bis zu einem seconds gewissen Punkt remaining. einfach unterschätzt, wie der sie niederknüppelt. Ja, also sie hatten ihn auch gut unter Reserve Kontrolle im time. Early, nur dann haben sie wirklich das Late-Game-Potenzial wohl leicht unterschätzt und wurden teilweise hart weggeklieft. Jetzt haben wir die Queen of Pain, also wirklich ein ganz klassischer Sumail-Hero. Diesmal rammen sie den Helden früh, weil eben wurden Windrunner, TA, alles rausgebannt, Ember. Jetzt sieht man da, die Quap gepickt ist, werden diese Helden auch nicht mehr gebannt. Ist zwar logisch, aber nochmal gut anzumerken. Und
Der Gyro ist jetzt auch auf Vegas Seite. Und Wind Ranger No One, angesprochen, kommt auch. absoluter Signature Hero von No One. Er spielt diesen Helden, glaube ich, schon länger als jeder andere im Competitive. Auch bevor dieser Hype mit Weeha und Miracle in der Mitte Wind Ranger angefangen hat. No One, seit ich Vega Squadron kenne und caste, spielt er die Wind Ranger immer in teilweise entscheidenden Matches und das gegen eine Samael Quap. Was mich hier aber auch überrascht, ist, dass bisher EG, wenn es eine Samael Quap wird, keinerlei Experimente gemacht hat und straight Samael Mitte Ahtisi carry lässt. Und zumindest in der Gruppenphase hatte EG da noch ein bisschen mehr rotiert zwischen den beiden. Definitiv denke ich, dass das hier der Fall sein wird, mit der Artesia auf der Safe Lane. Die Frage ist nur, welche Art von Held gönnen Sie sich? Wollen Sie einen etwas härteren Carry oder doch einen Held, der viel rotieren kann? Oder graben Sie jetzt erstmal einen Universe-Held, weil da sind auch einige raus. Lux Assassin ist hier, glaube ich, nicht so gut wie im letzten Game, hat aber trotzdem viel Informationen geliefert durch sein Scouting und verbreitet einfach Angst und forst die Gegner zum Five Man relativ early und Sentries kaufen. Also hat auch seine Vorteile, selbst wenn da jetzt nicht so krasse Mana-Burn-Targets gibt oder einfache Targets rauszubursten. Aber was ist denn noch als Alternative? Da Darkseer raus, Brood raus, Tusk ist noch da, wird ignoriert, Beastmaster. Sehe nicht, wie ein Beastmaster besser als ein Tusk sein kann, aber vielleicht zeigt mir EG. Das gibt auf jeden Fall gut Map Control mit dem Hawk. Ja, zum einen die Map-Kontrolle, wieder ähnliches wie der Nyx Assassin in Spiel Nummer 1, der einfach viele Informationen für sein Team beschafft. Auf der anderen Seite finde ich den Roar aber echt nicht verkehrt, vor allem EG hat hier wahnsinnig viel Disable. Sie haben Bane mit zwei langen Disablen, sie haben den Roar von Beastmaster und dazu dann noch zwei starke AOE-Helden in Form von EE und Quap. Also der Draft von EG wirkt hier relativ ausgeglichen und vor allem Teamfight stark, was sie aber auch schon die ganze Series gezeigt haben. Und die haben auch jetzt wieder zwei Spells, die durch BKB gehen, mit dem AA, mit dem das Shatter-Buff, der geht ja auch durch BKB Na, sie drauf, haben eigentlich drei drei. sozusagen. Beastmaster, Quap und Bane. Ah ja, Quap, natürlich, ja, Quap auch noch, das habe ich ganz verdrängt. Wird sehr an Beastmaster und Bane wegen dem Lockdown gedacht. Also klar, sie haben sogar Burst und Lockdown durch BKB. Von daher muss der, aber man muss wieder sagen, Dazzle, wenn er gut steht, kann er sehr gut gegen Sachen wie Roar und Fiendscript arbeiten, mit dem Grave in einer richtigen Sekunde und dann danach mit Undying voll heilen. Bin mal gespannt, Tusk wurde rausgebannt, guter Bann, sie wollten ihn wohl selbst einfach nicht haben. Und für mich zeigt so ein Beastmaster-Pick so ein bisschen, dass du einen leicht greedigeren Held auf der Safe Lane haben willst. Weil der Scale zwar gut, aber jetzt nicht so gut im Late wie ein Darkseer oder ein Slaughter und Full Aggression Ja. von mir. Also Vega Squadron im Panel wurde ja gesagt, Spiel Nummer 1 hat Vega das bekommen, was sie wollten, und der Anti-Mage von Da EG. kommt der Hard Carry, Ja, ja. ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, was spielt Ahtisi denn noch so? Wir hatten den Sven gesehen, den Gyrocopter, und wenn wir rückblicken auf Secret, bleiben eigentlich nur Luna und Anti-Mage, und sie entscheiden sich für den Anti-Mage. Abgesehen Aber von der WR ein sehr gutes Anti-Mage-Game. Nur die WR kann dem Anti-Mage Probleme bereiten. Ansonsten hat er wenig Probleme mit Helden wie Undying, Dazzle, Clock, selbst Gyro. Da hat er null Probleme mit. Sie haben wenig Gank-Potenzial, außer die Windranger. Wenn sie einen Blink hat, dann kann sie den Anti-Mage irgendwie stressen, bevor er, sagen wir, Flatz und Manta hat. Aber das könnte ein Top-Anti-Mage-Game werden, kommt natürlich auf die Early-Laning-Phase an, weil so ein Undying, der kann einen gut stressen, der kann einen zwar nicht killen als Anti-Mage, aber. Und man sieht, der Gyro rennt hoch. Ich glaube, der Undying geht direkt hinterher und die wollen Druck machen. Ja, sie wollen Druck machen, aber das gegen den Ancient Apparitioner, weiß nicht, hey, auf einer Trilane immer sehr, sehr stark, Ja, aber ich finde glaube, wir ich. hatten das schon mal. Gyro, Undying, ich glaube, wenn du die zwei Helden auf einer Lane hast, mit gutem Positioning, dann läuft die Lane einfach. Weil das einfach zwei Helden, die so bombenstark sind, schon von Level 1 an. Und den Dazzle Heal gibt denen dann den Sustain. Ich könnte mir gut vorstellen, dass 4 dann wieder versucht, er in der Midlane so einen kleinen Vorteil für rauszuspielen, während Ahtisi erstmal so ein bisschen. Vega entscheidet sich übrigens, wie in Spiel Nummer 2 die Top-Rune zu contesten. So,
positionieren sich hier komplett und EG bisher rechnen sie noch nicht mit einer aggressiven Tryland, schicken Universe auf den Beastmaster Richtung Bot. Wir haben in der Mitte dann gerade noch Arteezy auf dem Anti-Mage Safe Lane Carry. So Mail wird die Mitte mit Quap übernehmen, PBD auf AA, 4 mit Bane. Und jetzt scheinen sie, ja, jetzt rotiert EG nach unten und lässt dadurch die Top-Rune in die Hände von Vega. Dort haben wir 9 Pasha-Basho auf dem Gyro, No One in der Mitte auf der WR, Seema the Slayer mit dem Dazzle, Solo mit dem Undying und Mac auf dem Clockwork. Und das wollte ich noch ansprechen. Mac ist im Dota 2 Professional Competitive der Spieler mit den meisten Clockwork-Spielen. Also Clockwork ist immer dabei, man kommt darum damit nicht drum herum. Wenn du Mac im Team hast, dann hast du automatisch den Clockwork im Team. Also auch dieses Mal hat Vega wieder reihenweise Signature Heroes mit eingepackt. Wird Chilling Touch auf die beiden Midlane Heroes verteilt. Ein Vorteil beim Block für EG und schon hat No One Probleme bei der ersten und zweiten Creep Wave irgendwas gönnen, und das ist wohl die große Stärke, wie EG den Bane immer wieder spielt. Ja, schicken ihn hier wieder von Anfang an mit null Talisman First. Unten auch. Der wurde runtergeschickt. Ja, und Mac muss hier ein bisschen aufpassen, aber ja, sollte das Ganze überlegen. Finde ich aber interessant, EG hat sofort reagiert, als sie gemerkt haben, okay, keiner steht an der Bottle-Rune, keiner Top-Rune. Die haben was im Schild, also diese Mindgames von Anfang an wieder. Hier EG gleich erlauben, die Lanes zu swappen. Aber gut, für Vega Squadron, sie stehen auch oben auf der Top-Lane mit Pasha Basho, ganz solide. Im Endeffekt haben wir hier einfach nur die Safe-Lane vertauscht von beiden Seiten. Weil jetzt auch schon Solo in die Mitte rotiert. Auch Vega entscheidet sich dazu, ihren Midlaner ein bisschen mehr zu babysitten. Ja, das wollte ich ansprechen. Das ist eigentlich ein riesiger taktischer Vorteil. Oh, No One muss hier jetzt aufbauen. Oh, schönes Nightmare. Für EG wollte ich sagen, da sie den Bane in der Mitte haben, kommt der Undying auch in die Mitte und kann nicht auf den Sidelanes den Carry stressen. Und das ist eigentlich ganz okay soweit. Die Frage ist, wie lange er jetzt wirklich da bleiben wird. Nee, er geht auch runter, ist, denke ich, die richtige Entscheidung. Weil AA, AM ist jetzt nicht die stärkste Lane, wenn du da ein, zwei Helden mehr hast. Ja, wobei dieses Mal das Zoning von 4 in der Mitte nicht ganz so gut funktioniert hat wie im letzten Spiel. Also No One, hier mit der WR hat er sich besser dagegen wehren können. Gönnt sich auch die Regeneration, das ist nur sehr, Solo sehr muss vorteilhaft. Jetzt aufpassen, die K gezündet. Arteezy geht auf die Botlane. Tombstone wird hier ja, noch Bot gestellt. Und das sind easy 150 Gold für Arteezy. Wir haben es sehr gut jetzt geschafft, in den ersten 2-3 Minuten den Undying seinen Effekt auf den Lanes zu minimieren. Der muss eine Mango zünden, wenn er jetzt wirklich noch hier fighten will. Gut, aber davon hat er ja auch 2 Stück dabei. Aber geht hier jetzt erstmal den Pull an. Das ist ein sehr gefährlicher Pull. Die Lane pusht hart rein. Mac hat kein Mana. Der wird da contested werden können, denke ich. Ja, also aber Pull. Stattdessen Arteezy entscheidet sich ja, aber gut, dadurch bekommt Mac jetzt ein bisschen Last Hits unterm Tower. Nur den Pull, ja, den wird EG hier einfach bekommen. Jetzt pusht auch die Lane wieder raus durch die doppelte Creep Wave, die gleich kommen wird. Mac ist auch komplett ohne Region. Der holt er sich jetzt gleich Tranquils, schick oder eine Bottle. Ja, ich glaube, der Sinn von diesem Pull war einfach nur, dass Mac hier ein bisschen unterm Tower Last hätten kann. Aber man sieht auch, so gesehen hat sich das für ihn gelohnt. Solo wird angegangen, hat aber auch noch eine Mango. Was ich sehr interessant finde aktuell, wenn du das Meta oder wenn ihr das Meta auch ein bisschen verfolgt, dieses Doppel-Mango ist ja aktuell auch im Trend wie nie zuvor. Und Solo wird angegangen. Okay, First Blood für Arteezy. Sehr schön herausgespielt gerade. Und Solo das meinte aber auch ich ein bisschen zu gierig. Mit der Problematik dieses Pulls, weil dadurch wurde die Lane jetzt an den Tower von Arteezy gepusht und der Undying war einen Schritt zu weit draußen, wird sofort gepunished, und wie man Arteezy kennt, wird er die Lane jetzt hier ungefähr halten und da wird der Clock und Undying auch nicht zu viel dran ändern können. Und von daher bin ich nicht überzeugt gewesen von diesem Pull, ganz ehrlich. Aber mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Aber momentan hat Anti-Mage mehr oder weniger Freefarm. 1-2 CS hinter dem Gyro. Ja, aber beide Offlaner bekommen hier auch relativ gleich viel. Mac mit 15 Last Hits, Universe mit 12.
Immer wieder das Harassment auf Ortizi und auch Pasha Basho auf der Toplane hat hier keinerlei Probleme. Und auch Sima schnappt sich hier immer wieder XP, indem er zum Sidepool greift. Das ist ja also die große Stärke. Pasha. Sima jetzt ein bisschen in Gefahr. Hat aber auch noch den Heal. Ja, schöne Heal-Bombe hier auf den Boar. Aber Sima komplett in Trouble. Shallowgrave und TP raus. Ja, das war schon risky gespielt, aber da hatte auch Pasha keinerlei Bedürfnis, seinem Dazzle Support hier irgendwie unter die Arme zu greifen. Ja, so ist das mit den Carries. Die sehen Creeps und hauen die dann weg. Bis zum Glück noch raus. Ja, Pibidir wird hier aber von Mac gefunden. Schöner Tombstone, dass DK kommt. Direkt der Counterkill hier unten auf der Botlane. Also Mac, wegen solchen Aktionen meine ich, sein Clockwork ist gefährlich und ja, das ist der erste Counterkill für Vega Squadron und damit gleichen sie wieder aus. Glücklicherweise hat Artisi den Ring, also kann ihn ganz gut sustainen. Es ist ja auch oft der Trend, sich dann auch den kleinen Ring zu holen, wenn man sehr viel unter Druck ist für das Flats Early. Mal schauen, wie es hier angehen wird. Stick könnte auch nicht so schlecht sein. Okay, der Undying geht hoch, dann braucht er es nicht mehr. Ja, aber das weiß er jetzt noch nicht. Aber Teezy bisher nur seine Schuhe und den Ring. Aber goldtechnisch EG leicht vorne dran. Vega XP-technisch. Aber im Endeffekt schenken sich beide Seiten hier in der Laning-Phase nichts. Gehen hast aber auch beide relativ passiv an. Schöner Hawk hier übrigens von Universe. Und das war's dann auch für eine Solo. Wobei, Tomb wird gestellt. DK kommt raus. Rocket Barrage auch für Mail. Und für Mail geht hier sogar nochmal down. No One. Universe. Double Kill für Pasha. Und No One jetzt auch mit dem Chase auf 4. 4 gerade ein bisschen in Trouble. Hat nur noch Nightmare bereit. Aber da kann No One nicht mehr. Oh, wow. Oioioioi. 12 HP, sehr schön reagiert der Hawk von Universe, die Rotation von Samael, aber auch Pasha direkt reagiert, gesehen, okay, Samael hat geblinkt, kann ich ihn einfach niederknüppeln und Universe dann auch keine Chance gehabt, gut reagiert von den CIS-Lern. Boah, Mac hat gerade beinahe auch noch den 4 gesniped mit einer Rocket in der Base, war echt relativ knapp, ist aber gut gegangen für 4. Mac hat sich auch eine Clarity nachgeschickt, ist halt jetzt Level 6. Die Frage ist, will er hier bleiben oder rotaten? Ich denke, oh, die Quop kommt auch noch runter, also das könnte problematisch werden. Sie hat auch Ulti ready. Oh, nur Samael. Mac, ja. Da sollte jetzt das Samael finden. Der Shadow Strike kommt. Cox gezündet. Anti-Mail. Oh, Artisi missblinkt. Und dadurch kommt Mac hier auf jeden Fall nochmal raus. Vega sieht ganz danach aus, als würden sie jetzt oben den Top Tower auf jeden Fall pushen wollen. Aber im selben Moment auch hat GAEG, Artisi fängt an Bot zu pushen. Also beide Seiten probieren hier einfach für einen Tower Trade zu gehen. Ja, und PPD kriegt ein paar Level in der Mitte, während die Quop rotated. Auch sehr effizientes Play. Top Tower wird fallen, da kann Beastmaster jetzt nicht viel dran ändern. Richtige Fight sollen sie erst mit Roar und AA Ulti nehmen. Bis dahin gehen sie es eher langsam an. Und das nutzt auch Vega ganz gut aus. Gyro TP drunter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht noch einen Push auf die Botlane probieren, bevor diese ganzen Ultis ready sind. Das Timing ist aber sehr kurz, bis der AA 6 ist. Ja, AA braucht jetzt noch 2 Creep Waves. Universe gerade Level 6 geworden. Ist aber ohne Dagger noch nicht ganz so mobil. Dyro geht auf die Drums auch, will auf jeden Fall Dick Action machen. Drums Aquila. Ja, Drums Aquila, Stick. Das ist eines dieser typischen Early Game Items, Builds, mit denen du früh fighten, früh Action machen willst. Nur Pasha jetzt in Gefahr. Samael blinkt aber auch direkt wieder raus. Rotation von No One kommt. Und Artisi jetzt in Gefahr. Blinkt hier direkt vor die Arme von Mac. Und No One. Mit dem Chase, schöner Shackle, Powershot kommt durch, Focus Fire gesetzt, der E-Ultimate da, aber Teezy blinken 1, geht aber gerade nochmal down, der Roar kommt, jetzt aber Cooldown, Nightmare ist auf Pasha drauf, Sima, Samael, aber noch keine Blink, erst in 2 Sekunden, Weave kommt, Rocket Barrage gesetzt, Blink raus von Samael, da hätte Sima vielleicht das Nightmare traden müssen, Solo kommt jetzt dazu mit dem Tomb.
Und da muss ich Arteezy schwarz ärgern, dass er nur einen Punkt in Blink gemacht hat. Mit Level 2 wäre er da leicht weggekommen. Ja, aber es ist auch ein ungewöhnliches Blink. Normalerweise holst du 2 Punkte Stats und dann fängst du mit Level 7 an Blink zu maxen, dass du bis Level 11 Blink Level 2 hast. Dieser zweite Punkt in Mana Break, sehr ungewöhnlich eigentlich auf dem Anti-Mage. Ja, war ganz okay für die Lane. Er konnte den Clock die ganze Zeit oben halten. Ich denke, ein Punkt mehr in Blink statt Stats vor Level 6 wäre ganz okay gewesen. Geht halt immerhin um 3 Sekunden runter von Level 1 auf 2. Jetzt nicht riesengroßes Desaster, aber nicht schön. Damit das Mail geht hier wieder down, no one, aber kein Mana mehr und lassen 4 hier ziehen. Schöner Pick-off hier gerade. Ja, und der Clock nutzt seine Level ganz gut. Hat jetzt in 3 Kills mitgewirkt, hat gut Level, hat auch fast ein Blade Mail, was auch richtig stark ist, je früher das da ist. Arteezy hat sich das Headdress noch gekauft, kurz bevor er gestorben ist, schickt sich's gerade raus. Ja, also Mac, der kann sich definitiv nicht beschweren, nähert sich hier in schnellem Tempo seinem Blade Mail. Bot Tower geht down, Pasha hat jetzt auch seine Drums bereit. No One, ich bin mal gespannt, für was sich No One entscheidet, weil No One ist wirklich noch einer der wenigen Spieler, die teilweise auf das Maelstrom-Bild auf der Windranger gehen von Anfang an. Also diese Mischung aus Farm und Schaden. Ich kann ja auch jetzt den Mid-Tower pressuren, wenn er sich sicher fühlt, weil oben geht die Smoke-Rotation hin. Ja, ist zwar nicht Mac, deckt sie auch gerade auf, Vortex kommt Raw hinterher. Ja, das war's für Mac. Einen Schritt zu weit nach vorne, wird direkt gepunished. Und Arteezy hat sich für Headdress entschieden. Das ist eine relativ ungewöhnliche Wahl, die ich aber in letzter Zeit auch wieder auch häufiger sehe. Dieses Headdress, bevor man die Battlefield completed, jetzt ja Teil des Vladimir's Offering. Also quasi schon mal so mit, also nicht nur diesen Ring of Region, wie du es schon sagtest, sondern quasi gleich das komplette Teil. Ja, vor allem bevor man stirbt und, also bevor er gestorben ist, hat er dann noch sein Geld ausgegeben, weil es ist ja wirklich kein verschwendetes Geld. Hat jetzt auch Perseverance, also hat ein sehr gutes Battlefury-Timing, wenn er jetzt so weiterfahren wird. Minute 14, 15 mit Headdress-Strats ist ganz okay dafür, wenn man einmal gestorben ist. Also was heißt ganz okay, ist relativ gut dafür, wenn man einmal stirbt. Und dann... Und Smail kommt hier aber wieder raus. Aber 2 Drums-Charges jetzt schon weg. Und direkt der Ansatz. Okay, Club, es ist jetzt die Frage, was Pasha hier machen will. BKB oder Saint John Yasha? BKB, klar, würde auf jeden Fall gegen den ganzen magischen Schaden helfen von Seiten EGs. Auf der anderen Seite, Mac initiiert auf Arteezy, packt ihn hier mit ein. Er versucht auch direkt zu entkommen. Feedscript von 4. Ey, Ultimate hinterher. Solo kommt nochmal Raw, aber von Universe auch direkt gesetzt. Mac und Solo jetzt gerade alleine. No One. Powershot durch. Sniped sich jetzt zumindest den Ancient Apparitioner. 4 auch gerade in Trouble, 1-1 straight, Pasha und Nee, beide Seiten down und auf 4 kommt hier nicht mehr weg. No One mit dem Double Kill, verlieren hier den Gyrocopter für 2 Supporter und No One, er zeigt es hier, entscheidet sich für das Aghanim's Scepter first. Ich denke auch, dass Blink Agar hier die beste Wahl ist, um den Anti-Mage killen zu können regelmäßig. Da hat man es gerade gesehen, wenn die Windranger nicht da ist, ist der Anti-Mage einfach nicht killbar. Oh mein Gott, die Heal-Bomb! Killbar, Arteezy. Holy moly, kommt aber dann nochmal raus. Ja, wie gesagt, also die Windranger muss, der Clock hat nach dem Blink gehuckt, aber es reicht einfach nicht. Der haut die Cocks auf, läuft ein bisschen und blinkt dann raus. Da muss wirklich der Shackle Burst kommen und das macht ein relativ gutes AM-Game. Ja, ich muss auch sagen, Arteezy schafft das Ganze eigentlich ganz gut, dadurch, dass er hier immer wieder unter Druck gerät, rotiert sofort, schnappt sich auf anderen Lanes seinen Farm. 14 Minuten Battlefield wird es zwar jetzt nicht werden, Pasha hat auch ein bisschen mehr Farm als er bisher, aber trotzdem läuft das Game hier für Arteezy trotzdem relativ gut. Dafür, dass er unten teilweise wirklich gegen diese Dual Lane aus Mac und Undying stand, also da hat Arteezy relativ gut gemeistert, trotzdem seinen Farm zu bekommen. Universe ist aufs oder geht aufs Necro, natürlich verständlich. Blink wäre halt die andere Option gewesen. Aber es ist definitiv ein gutes Item auf Beastmaster, weil das gibt dir dann halt auch die Möglichkeit, Damage auszuteilen während dem Raw und selber Solo-Kills auch für irgendwo zu snacken.
Ja, aber es ist halt ein sehr langsames Necronomicon und ich bin mir nicht sicher, ob da hier, okay, Mac, Samael, Mac gerade ziemlich in der Zwickmühle, sieht auch, glaube ich, kein Ziel, um rauszuhucken. Nein, Fiendscrypt kommt von vier hinterher und damit hat sich das mit dem Raushucken auch erledigt. Also Mac ist hier teilweise schon sehr aggressiv unterwegs und wird dafür auch regelmäßig bestraft. Klar, Necronomicon auf Beastmaster ist verständlich, aber mir hätte hier vielleicht auch eher ein frühes Dagger auf Universe gefallen. Glaub, hat der Interesse da zu goen? Er baitet ihn ins AA-Ulti. Oder nee, Ja. er rennt einfach weg. Okay, ich dachte, der Roar, Dachte der auch, er textet schmeißt ihn da noch einen jetzt. Roar drauf, einen Hit und mit der E-Ultimate wäre Sima hier gestorben, aber. Hatte wohl Angst vor der Rotation. Die hat er auch ganz gut gerochen, aber er hätte die Zeit gehabt, den Dazzle zu snacken und wegzukommen. Ja gut, aber so eine Rotation ist auch relativ offensichtlich, wenn plötzlich der Dazzle umdreht und auf den Beastmaster rennt, kann man vielleicht davon ausgehen, hey, da scheint noch irgendwer anders zu kommen. Auch wenn No One noch. Oh, Samael gerade geblinkt, hat aber mittlerweile auch schon Blink Level 4 bereit und das sollte kein Problem sein, hier rauszukommen. Und was du auch angesprochen hattest am Anfang, Vega, sie wollen hier jetzt nicht wirklich für den Rush gehen, oder? Okay, das ist so ein typischer Vega-Move gerade. Todesaggressiv snacken sich einfach Minute 15 den Rosh an und das quasi vor den Augen von EG. Sie haben das Ganze zwar hervorragend gewordet und die perfekte Vision, aber EG Samela hat da gerade Nova und quasi reinlatschen gesehen, wie er in den Rosh geht. Vor allem gegen Hawk und AA-Ulti ist das schon sehr, sehr mutig, aber sie halten sich wohl für einfach stärker. Das Gute ist jetzt, dass der AA-Ulti raus ist. Der Tom wird gleich auf den Highground gestellt und es sieht nicht so aus, als wäre EG in der Position, das noch zu contesten. Außer das AA-Ulti wird nochmal ready. 10 Sekunden, das könnte Ja, jetzt aber funktionieren. der Smoke, zumindest der What? Hawk. Sie smoken sich hier einfach vor dem Rosh-Pit. Glaube, es war ein Missklick, oder? Ich weiß es nicht, der Rosh ist aber fast down. Mac jetzt mit dem Initiate of Universe und da kommt der Tombstone Universe. Geht hier auch direkt down, ohne irgendwas erreichen zu können. Samael. Also Vega, vor allem sie committen nicht so hart auf den Rosh und sie entscheiden sich hier, den so halb als Bait zu nehmen, aber ihn auch auf jeden Fall mitzunehmen. Nächster E-Ult ist bereit, trifft hier No. Nein, No One schön nochmal rausgenommen. Pascha, jetzt aber gerade in Gefahr, die Sonic Wave kommt und Roshan, er legt hier einfach den Gyrocopter, der Mage steht jetzt im Rosh-Pit, wird aber vom Rosh einfach niedergeknüppelt. Oh mein Gott, der Rosh ist hier der MVP des Fights gerade. Hat sowohl Pascha als auch Samael mit in den Tod genommen. Hat vor allem den Gyro denied zu Mail, ging an die Windranger, so ein Riesen-Win jetzt hier für Vega. Das müsste auch fast, ja, fast das Aghanim sein auf der Windranger. Natürlich hat Atizi in der Zeit dick gefarmt, Battle Fury plus 1200 Gold. Und der wird jetzt auch auf jeden Fall richtig, wie heißt, abfarmen und in der Networth-Chart die Leitung sozusagen übernehmen, die Spitze. Ja, aber trotz alledem, ich muss sagen, Vega, dafür, dass Oh, wir hier in einem solchen Entscheidungsmatch sind, Botlane. Pascha, ja, wird hier Tot. wahrscheinlich Fiendscope Duster. Calldown. Das war's. Aber Vega Squadron hat hier wirklich richtig viel Mut. Sie spielen gegen eins der besten Teams der Welt und trauen sich, Minute 15 vor ihren Augen Rosh anzugehen. Und ja, sie gehen hier einfach für die Risky Plays. Klar kann sowas auch in die Hose gehen, aber in dem Fall gewinnen sie und das macht sich dann natürlich für die CISler mehr als nur bezahlt. Tizi hat jetzt auch das Flatz und das ist so der Zeitpunkt, wo man richtig eskaliert beim Farmen und auch mehr Split-Push-Power hat. Und ja, man sieht, Atizi muss einfach vor nichts Angst haben und deswegen kann er also sehr effizient farmen, da immer wo er sein will. Das sehe ich hier generell gerade auch als Problem von Vega Squad. Und sowohl Atizi als auch Samael sind gerade erster und zweiter vom Networth. Dann haben wir zwar das 3-Core-Gespann von Vega Squadron, aber trotzdem, Atizi wird halt seinen Farm jetzt noch mehr maximieren und Networth-technisch seinen Vorteil wahrscheinlich noch weiter ausbauen. Und auch die Queen of Pain ist verhältnismäßig ein relativ schneller Farmer. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass hier ein Timing kommt, wo der Anti-Mage so weit vorne ist, dass sie das Game einfach ausmachen können, wenn er so seine zwei, drei Items noch hat. Manta Butter, Manta Basher, was auch immer er will. Ich denke Butterfly. Sollte er hier angehen Mega nach Manta. Blink von Atizi ist raus. Mac Gone Rocket ist schon kommt dabei. und Atizi wird gefunden. Er blinkt sich aber weg und wobei Mac hat noch seinen Hook und ja, trifft Atizi hier. Shackle Shot hinterher. Focus Fire kommt, aber Atizi, ja, Shackle connected nicht durch. Power Shot noch gesetzt.
für solche Aktionen wäre halt ein Dagger of No One jetzt richtig wichtig, genau. Weil dann können sie ihn halt wirklich aus dem Nichts an den Baum nageln. Bauen den Dagger, die bauen und auf der Botlane währenddessen Sima und Undying, das Support-Duo geht hier down. Ja, außer Mail schafft es hier jetzt einen guten Netref zu kreieren. Und obwohl Vega gerade den Ausstand gewonnen hat, sehe ich hier gerade in den nächsten Minuten wenig Chancen, gegen EG nochmal einen Fight zu nehmen. Ich glaube, dieses Roche-Fenster war so einer der letzten Momente, wo Vega mit EG gleich auf war. Und es gilt jetzt irgendwie zu schauen, dass sie Anti-Mage stoppen können. Das ist halt leider die. Ich sehe eigentlich wäre es vom Line-Up her besser. Oh, er cancelt oben das TP, aber. Gaged nicht weiter. Es wäre, glaube ich, taktisch am besten, wenn Vega in der Position wäre, jetzt einfach zu pushen und Druck zu machen. Sind sie aber leider nicht. Und von daher wird Arteezy dann online kommen, wenn irgendwie der Gyro vielleicht sein BKB finisht, wird der AM sein Manta haben. Und dann ist der einfach auch stärker in den Fights, muss man ganz ehrlich sagen. Der kann dann easy ein paar Targets rausbursten, kann gut Split pushen. Ja, also wird hier jetzt wahrscheinlich auch von No One gefunden. Solo jagt ihn da ebenfalls, der Windrun kommt und sie haben hier noch die Vision auf Solo, auf PPD. Shackle kommt, geht down. Großes Problem auch hier gerade, dadurch, dass sich Pasha für seine ganzen Early Game Items entschieden hat. Farmt er jetzt deutlich langsamer, beziehungsweise auch sein BKB verzögert sich. In der Theorie sind diese Early-Game-Items zwar nicht schlecht, aber EG hat es auch relativ gut geschafft, diesen Fights zu der Phase, wo der Gyrocopter absolute Bombe war, farmtechnisch, auszuweichen. Und dadurch, ja, delayen sich jetzt einfach die wichtigen Items von Gyrocopter gerade. Ja, auch die zwei Deaths haben ihn übel zurückgeworfen. Einmal beim Roche, da wurde zwar vom Roche denied, aber direkt daraufhin wurde er unten nochmal in seinen eigenen Woods gegankt. Denn die Ganks auf Arteezy oder Zumail wird gar nicht versucht zu ganken eigentlich mehr. Und ja, Windranger Blinkdagger, das ist auf jeden Fall ein gutes Fenster dann nochmal für Vega ein paar Fights oder Pickoffs zu bekommen. Also sie probieren jetzt so zumindest noch den Rest des Eges auszunutzen und sich den Tier 2 in Mitte zu schnappen. Nur auf der Toplane Solo 4, schönes Fiendscope und das war's dann auch wieder für Solo. Und Igia setzt das fort, was sie schon das ganze Spiel über machen. Schnell reingehen, Fiendscope auf einen Helden, ihn rausnehmen und Vega keine Chance zum Reagieren lassen. Sie haben zwar den T2 Tower in der Mitte bekommen, aber es bewahrheitet sich auch das, was ich schon vorhin gesagt habe. Arteezy jetzt mittlerweile 4000 Network für No One und bald wird halt der Zeitpunkt kommen, wo No One zwar seinen Dagger hat, aber Arteezy trotzdem zu dick ist für No One, dass der ihn einfach umschießen kann mit Focus Fire. Definitiv, wenn das Manta ready ist, wird es auch schwer für No One da die Solo Pickoffs zu finden. Arteezy hat da richtig Bock, der muss null Angst haben. Ja, Arteezy rennt hier einfach rein, aber wovor soll er Angst haben? Was vielleicht wichtig sein könnte und ihm und Vega irgendwann die Möglichkeit gibt, Arteezy zu töten, wäre eventuell so diese Kombination aus Aghanims auf Clockwork und dem Dagger auf Windranger. Weil dann können sie, okay, ist so Mail, nicht nur Arteezy hat hier Bock und das Orchid wird Sima hier einfach umklatschen. Mac probiert sie noch mit dem TP raus, aber Nightmare kommt, Cold Feet greift und Vega geht down. Solo, der geht da auch nochmal rein. 1 gegen 4. Solo auf den Tombstone, aber Samael, der ignoriert den Tombstone einfach und Arteezy geht nach vorne. Ganz dickes Missplay hier. Jetzt geht sogar nochmal No One rein. Was macht Vegas Squadron hier gerade? Pasha wird doch direkt genäht mehr. Hat Cold Feed noch 3 auf, greift gerade nicht mehr. Aber Vega gerade gut dabei, hier einfach One by One rein zu feeden. Während auf der Botlane Universe mit dem Necronomicon den T2 Tower holt. Also Vega, gerade scheinen sie so ein bisschen ihren Kopf zu verlieren. Ja, sie haben oben mit Windranger und Gyro gepusht, was ja an und für sich okay ist, aber dann dürfen deine drei Non-Cores jetzt nicht da engagen, vor allem nicht eins nach dem anderen, weil dann endet das so. Sie haben einfach, vielleicht hätten sie wirklich Universe einfach unten stoppen sollen und den mit Tier 1 in Ruhe fallen lassen sollen. So war es ein riesiger Verlust auf allen Seiten der Map. Also sie haben gerade in einem Atemzug 2 Tower und 3 Helden verloren, ohne irgendeinen Follow-Up-Kill zu bekommen. Aghanims Zepter bald für Sumail bereit. Universe hat sein Necrobook Level 3. Und Pasha nur das BKB. Ja, aber die Lage, ich sehe sie erst besser werden, wenn Pasha wirklich noch so ein Item wie MKB
Oder, ja gut, er braucht eigentlich MKB. Ich sehe keinen Weg, der am MKB vorbeiführt. Alle anderen Items geben Pascha zu wenig Schaden. Und Vega muss irgendwie jetzt in den Fights langsam Schaden machen, weil die Quap hat Sonic Wave, AA-Kombination, enormer AOE-Damage auf der Seite von Aegir. Und Vega probiert es jetzt mit einem Smoking. Aber wie schon diese ganze Series lang, beide Seiten sind immer darüber im Bilde gefühlt, wenn das andere Team smoked. Und auch Ateezy zieht sich zurück und der Smoke von Vega läuft wiederholt ins Leere. Gyro hält sich da auch bereit, aber ich glaube nicht, dass sie da irgendwas erreichen können, Vega. Während die Supports jetzt hinter Ateezy da chillen und wenn der engaged wird, endet das auf jeden Fall in einem Desaster für Vega. Ateezy, der kann halt einfach dann runterblinken, weil niemand ihn ganken kann, außer alle zu fünft gefühlt. Wird jetzt da die Creep Wave cutten. Und Vega will einfach pushen, bevor der Anti-Mage jetzt wirklich noch irgendein Item kriegt, weil sobald der Butterfly hat, Na, kann gibt Vega, er aber Vega alles. lässt sich hier trotzdem wieder verjagen. Ateezy in der Mitte skippt die Creeps und No One, ja, checkelt eine der Illus des Manta-Style auf Ateezy, erlaubt ihm halt jetzt einen kompletten Freiraum über diese Map. Und Vega, sie haben halt die einzigen Lockdowns, die sie haben, sind Hook und Shackle. Und ohne einen Ich glaube, sie probieren es noch. Oh, Hookshot jetzt auf Ateezy und der Shackle connected durch Focus Fire auf Ateezy. Weave ist drauf, schön nochmal zur Seite gebracht. Die Rocket kommt. No One auch mit dem Chase hinter Ateezy hinterher, aber der hat gleich wieder seinen Blink bereit. Blinkt auch in die Bäume und ja. Das meinte ich. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Ateezy zu dick ist und Shackle Hook nicht mehr reicht, um Ateezy zu töten. Das heißt, ohne ein weiteres Damage-Item, zumindest der kleine Crit muss für No One jetzt kommen. Ja, also man sieht, es ist, wenn der Ateezy ein bisschen weniger Farm hätte und No One ein bisschen mehr, dann wäre der AM gar nicht mehr so, gar nicht so ein großes Problem. Aber so wie es steht, halt 7000 Networth-Unterschied oder 6000 einfach zu viel. Brauchen vielleicht noch einen dritten Helden, aber ob ein Undying oder ein Dazzle da jetzt noch den Unterschied macht, das wage ich zu bezweifeln. Und Solo. Ja, ist die Frage. Vega ist wirklich in einer richtig schwierigen Situation und EG kann das Ganze jetzt einfach runterspielen. EG muss vor allem nicht mal die Fights nehmen. Sie haben eigentlich drei Cores, die allesamt Split pushen können: Necro auf Beastmaster, Ateezy und Samael. Und sie versuchen hier auch gerade relativ effektiv die Jungs von Vega ausbluten zu lassen. Ateezy baut ein Ultimate Orb. Ist das ein Dinkens? Ja, nee, ist doch kein Skadi, niemals. Dinkens, oder? Ja, ich glaube auch, weil mit Linkens ist Ateezy so gut wie untötbar. Was haben wir denn großen Single-Target-Damage auf Seiten von Vega? Im Endeffekt nur Poison Touch, Shackle Shot und die Rocket. Wobei die Rocket von Gyrocopter deutlich zu langsam ist und Dazzle meistens zu weit entfernt ist, um bei einem überraschenden Initiate auf Anti-Mage irgendwie. Also im Endeffekt funktioniert ja der Initiate auf Anti-Mage so: Mac blinkt, Mac guckt rein, Novon kommt hinterher, shackelt ihn. Und da gibt es keinen, der irgendwie nur das Linken Sphere breaken kann. Also mit Linken Sphere ist Anti-Mage in diesem Spiel untötbar für Vega Squadron. Kriegen wenigstens noch einen Roche, also das ist sehr positiv, weil AM ist sogar in der Position, den Roche zu solo mittlerweile. Natürlich büßt er da Farming Time an ein, wenn er da auf den Roche geht. Von daher hat das Vega dann noch ganz gut ausgenutzt. Nur, ja, ich will ihnen nicht die Chancen absprechen, aber man sieht, wie Ateezy sich über die Map bewegt, ohne auch nur ein bisschen Angst zu haben. Sieht auch jetzt hier, No One hat da eine Ward geplaced. Ja. Oder da Ich habe steht mal eine eine Ward. Frage jetzt gerade an dich. Ich habe mal wieder diesen Bug, das Illo, okay, No One, Ateezy und das war's mit dem Aegis of the Immortal. Ich wollte gerade fragen, hätte Vega vielleicht mit dem Aegis einfach probieren sollen, Highground zu forcen, solange Anti-Mage noch nicht zu dick ist. No One chased hinter Ateezy hinterher, aber der ist auch schon wieder über alle Berge. Irgendwie ja, aber ich glaube, es war nie der Zeitpunkt. Also, der Ateezy war zu früh zu dick. So, als dass sie nicht wirklich hätten pushen können, weil er auch immer in Position war, die anderen Lanes rauszuforcen. Man sieht auch Universe, der chillt unten mit Blink, Dagger, Necro 3 und Gem und kontrolliert die Woods. Ateezy pressured oben, farmt Ancients und seine eigenen Woods ab und zu.
Ah, Scheckel, aber jetzt wird Artisi getroffen und es ist sogar der echte, aber Vega reagiert einen Ticken zu spät. Mac ist jetzt down, Artisi! Sie kriegen wirklich Artisi down und das war jetzt ein richtig. Warum shallowgraved sich Vega selbst? Das ist gerade die Frage. Semel wird hier jetzt nochmal gejagt für Vega. Das war gerade der wichtigste Kill überhaupt. Den müssten sie eigentlich irgendwie nutzen, um zu pushen, aber Universe ist schon wieder auf der Botlane mit Necrobook Game. Also Universe spielt ja auch gerade sein PvE-Game schlechthin. Ich glaube, Universe war seit 10 Minuten in keinem Teamfight mehr irgendwie nur beteiligt. Ja, sie wollten die Map ausruhen, also es war wirklich... Artisi hatte natürlich vor, mit dem Manta den Shackle zu dodgen, sah auch so aus, als würde es hinhauen, aber ganz klar verpasst. Und wenn dann alle 5 Helden da sind, dann haben sie auch den Damage. Das Ding ist halt nur, dass sie null irgendwie Follow-Up-Objectives oder Kills herausgeben. Universe auf der Botlane, Seema, Sonic Wave, ey, Ulti. Und das war's dann für den Dazzle. Ist zwar nur ein Dazzle, verhindert aber dadurch wieder, dass Vega Squadron irgendwie zum Pushen gehen kann. Weil in der Theorie müssten sie jetzt da eigentlich diesen Anti-Match-Pickoff irgendwie bestrafen, indem sie selbst versuchen, Highground zu forcen. Aber dazu spielt EG halt zu starken Split-Push gerade. Universe permanent auf der Botlane am Pushen. Der verlässt die Lane ja nicht mal. Universe wäre so gesehen eigentlich der sicherste Pickoff überhaupt, aber mit Dagger und Hawk hat er halt permanent relativ gute Kontrolle um sein Umfeld. Er hat das Necrobook dabei gegen Invis, er hat seinen Hawk und sie brauchen eigentlich einen Smoke, um Beastmaster zu töten. Nur wenn man die Wahl hat, smoke ich auf den Beastmaster oder den Anti-Mage, dann will man natürlich lieber versuchen, den Anti-Mage zu töten. Ja, und durch dieses Play von Universe können diese 3 Creep-Camps hinter ihm nicht von Vega gefarmt werden und man sieht das, glaube ich, auch an den Graphen, dass die einfach ausgeblutet werden, ohne jetzt einen richtig krassen Killvorteil zu haben oder eine Rex oder so. Ja, jetzt probieren sie es doch mit dem Smoke Gang Richtung Beastmaster. Das ist die einzige Möglichkeit, wie sie ihn durch den Hawk durchtöten können. Nur EG auch dieses Mal, keiner von Vega auf der Lane und Universe Hawk geskillt, blinkt sich hier raus. Extet sich durch, der versteckt sich hier ganz tief im Wald. Also ich finde es wirklich erstaunlich, es ist schon die ganze Best of 3 Series so, dass ich glaube, wir sehen pro Spiel gute 10 Smoke Gangs, von denen vielleicht einer gelingt und die anderen 9 ziehen sich die Teams immer rechtzeitig zurück. Also das ist hier wirklich Map-Awareness-technisch ganz großes Kino. 4 wird hier zumindest gefunden, ein kleiner Gewinn, wobei 4 mit dem Vorstuff und oh mein Gott, sie kriegen hier nicht mal den Bane down. Sehr schön gespielt von EG. Verlieren hier zwar ihren Ancient Stack, aber das ist zu vernachlässigen, weil jetzt schon Universe ist wieder sicher, blinkt raus, pusht auf der Botlane, PBD drückt gerade die Top und Anti-Mage ist weiter am Farmen. Also für Vega, die Pickoffs wollen hier einfach nicht gelingen in diesem Match. Mit dem Linkens fühlt er sich jetzt noch sicherer. Der sieht auch mit dem Hawk unten alle Gegner, also wird er jetzt einfach den Tower sich gönnen und blinkt raus, Rotation geforst und so wird das wohl das ganze Game laufen, dass Vega nicht wirklich einen koordinierten Push oder Move irgendwo rauskriegt, weil halt durch den angesprochenen Spielstil vom Beastmaster und Anti-Mage oder generell von EG, ich meine, die sind ja fast nie zu fünft unterwegs, immer irgendwo paar Helden zu zweit am Farmen, am Ganken, aber nie wirklich zu fünft irgendwo committed. Ja, ich sehe hier gerade, also die einzige Möglichkeit für Vega, sie machen es eigentlich genau richtig, schauen trotzdem, dass sie so viel Farm wie möglich aus der Map bekommen. Und die beste Möglichkeit für Vega sehe ich wirklich, wenn sie dick genug sind. Roy jetzt gerade aber auf Pasha Basche und das war's für den Sonic Wave und weg ist der Gyrocopter. Also zu der Phase, wo Vega relativ dick ist, dass sie auch zu dritt oder zu viert pushen können, einer die Basis verteidigt, sagen wir mal Gyrocopter oder Noborn und dann mit Boots of Travel dazu TP'en, wenn der Fight ausbricht. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Nur diese Phase des Spiels muss Vega halt erstmal kommen, wo sie dicke Cores und Boots of Travel haben. Und dadurch, dass sie aber gerade von EG relativ ausgeblutet werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bis zu dieser Phase kommen, halt nicht allzu hoch. Definitiv, sie wollen jetzt das Super Late Game erstmal haben, aber ich denke nicht, dass EG ihnen so viel Zeit geben wird. Man sieht auch, wie der Gyro eigentlich sehr viel Probleme haben wird. Fiendscript, Roar, Quap Ulti, AA Ulti, also das ist so leicht auf so einen Gyro zu exekuten, weil der halt einfach. Ja, Linken ist getriggert! Oh, aber sowohl Shackle als auch Hook missen hier gerade. Mit was haben sie denn das Linkens gerade getriggert? Glaub, mit dem Modell? Ach stimmt, oder? Mit Soul Whip, ja, den habe ich ganz vergessen. Sicher. Klar, das müsste Soul Whip gewesen sein. Ansonsten, ich check gerade die Items, aber da war nichts da. Kein Force Stuff, Medallion triggert den Linkens nicht.
muss eigentlich Solrap gewesen sein. Nur man sieht, dieses Linkens alleine gibt Ati so viel Zeit, zieht danach direkt sein Manta-Style und blinkt raus und ist in Sicherheit. No One hat immerhin kleinen Crit und fast einen Daedalus. Ich denke, er sollte auch direkt drauf gehen, nur ich befürchte, dass Artisi dann auch ein Butterfly haben wird. Sollte. Die Frage ist, sollte No One sich eventuell selbst einen Forstaff kaufen, dass er mit einem großen Crit die Möglichkeit hat, Anti-Mage Solo zu töten? Eine Möglichkeit, aber das limitiert dann halt wieder sein Late-Game-Potenzial. Und ich glaube, sie müssen wirklich auf Super-Late-Game gehen, weil da sind sie gar nicht, ich will mir sagen, nicht unbedingt stärker, aber sie haben da mehr Chancen als jetzt, wenn der Gyro irgendwie Satanic Butterfly, MKB hat, DWR. Ja, dann haben sie nämlich die Möglichkeit, dass Gyro Base alleine verteidigt, mit Novon gepusht wird, weil dann zieht sich irgendwann der Anti-Mage zurück zum Verteidigen und dann TP't sich Gyrocopter dazu. Diese Situation muss Vega erreichen, dass sie 4 gegen 4 Fights nehmen können. Einer kann die Base alleine verteidigen und ja, EG macht irgendwie einen Fehler und dann kommt Gyrocopter oder Novon dazu und räumen einfach auf. Ganz im Stillen farmt sich Sumail auch richtig dick, ist die ganze Zeit vor dem Gyro, hat jetzt sein Hex gefinisht, was halt noch mehr Hard Disable neben Roar und Bane liefert, um so Pickoffs wieder unten, den sie jetzt sicherlich finden werden. Ja, jo. Solo geht hier direkt wieder down, Universe, sein Warten auf der Botlane und EG, dadurch, dass sie ja gar keine Fights nehmen wollen, Shackle Connector zwar durch auf 4, aber ja. Dadurch, dass EG hier nicht mal wirklich Fights nehmen will, können sie auch beruhigt alle Ultis, die sie haben, für so einen kleinen Pickoffs. Wobei Mac findet hier zumindest 4 Focus Fire, kommt wieder der Forster von 4. Jetzt aber der Shackle auf Sumail. Sumail in Gefahr und da geht er auch down. Mega Kill für No One. Immerhin den Trade bekommen auf der Top-Lane. Universe TP't sich direkt mit Boots of Travel Richtung Top. Weiß, alle sind gerade Bot-Lane, das heißt, den kann hier in Ruhe 2 Lanes farmen. Und in der Zwischenzeit ist Anti-Mage auch schon in der Mitte am Drücken. Farmt jetzt nochmal die Ancients von Vega. Ja, zumindest den Pickoff gefunden, der jetzt Novon dann den großen Crit erlauben sollte. Wie viele Games es heute noch gibt, wird gerade gefragt. Nach dieser Best-of-3-Series kommt noch ein weiteres. Und dann 4 Best-of-1s. Das ist der Plan für heute. Also insgesamt danach noch 7 weitere Spiele. Wovon sich 4 Teams dann bereits verabschieden müssen. Wir haben im Anschluss LGD gegen C-Deck, dann kommt Alliance gegen Cloud9, OG gegen Fnatic, Newbie Young gegen E-Home und das letzte war dann Newbie gegen. Irgendwer ist noch gerade im Lower Bracket. Newbie gegen Unknown Xio, das peruanische Team. So, Anti-Mage hat. Okay, Mac hat jetzt übrigens den späten Forstorf, also jetzt sollten sie die Möglichkeit haben, mit Mac und Novon zusammen eventuell Anti-Mage zu töten. Wobei das auch leichter gesagt ist als getan. Sie müssen Hook treffen, Linkens breaken, dann den Shackle treffen und das alles bevor Tizi Manta-Style oder Blink rausbekommt. Ich hoffe auch, dass Novon jetzt auch auf den MKB wechselt, statt den Crit zu finishen. Weil das Crit wird es einfach nicht tun gegen die Evasion. Mit dem MKB hat er wirklich sehr gute Möglichkeiten, den Gyro, den AM zu killen. Also Windranger sollte man nie unterschätzen, auch im Late Game nicht. Der große Vorteil, den Vega quasi so ein bisschen hat, ist dadurch, dass sich Artisi für das Linkens entschieden hat. Er zwar relativ safe ist, aber er kriegt nicht so viel HP zusammen. Das heißt, er bleibt das ganze Game relativ squishy oder er macht keinen Schaden, weil Artisi hat jetzt effektiv noch einen Item-Slot. Er hat die Wahl zwischen Hard oder Basher bzw. Büsselblade. Je nachdem, ob EG auf lange Sicht plant, doch noch Fights zu nehmen mit einem Büssel-Anti-Mage oder einfach tankig werden will und Initiates überleben will. Aber er kann halt durch das Linkens nicht beides haben und No One, Mega Kill ist weg und Beastmaster, der Single Target ist 800 so Gold. Auch an der Seite Solo, Pascha steht bereit, aber Pascha nur mit dem Butterfly, ihm fehlt halt so ein bisschen der Schaden. Und sie lassen Solo sterben. Sima wird hier mit dem Hex von Sumail auch noch gefunden. Und ja, jetzt ist es hier einfach one by one. Pascha wird ebenfalls gejagt. Mac und Pascha ziehen sich hier zurück zur Basis. Aber EG, 3 Pickoffs gefunden. Und jetzt können sie Highground gehen und werden sie auch. Rocket wird angegangen. Rocket Barrage kommt. Sumail hat Hex in 9 Sekunden wieder bereit. Fiendscript ist auch noch da. Und ich glaube, das war's mit den Botrex für Vega.
Granger will wohl nicht buybacken, kann ich auch sehr gut verstehen, weil er das MKB braucht bald. Ja, aber das wird ihn die Rex kosten. Ja, wobei, sie haben noch 18 Sekunden Fortifications, aber nicht mehr bereit. Hat Teezy relativ low. Ja, nur, sie wären halt trotzdem nur in der 3 gegen 5 Situation. Also Buyback wird hier nicht kommen von No One. Aber auch, warte, ist Teezy voll das Monster, aber das zweitgrößte Monster im Game ist halt auch Sumail und nicht die Windranger oder der Gyro. Selbst der Beastmaster hat so viel Net Worth wie der Gyro. Und das sieht man halt auch nicht alle Tage. Der hat 5000 Gold stecken, wird wahrscheinlich ein AC, schätze ich mal. Aga vielleicht, eins von den zwei Sachen. Dann ist auch der Boost durch die Auren auf dem AR. Ja, halt Vega probiert es jetzt gerade mit einem Roche-Contest. Brauchen wir auch ein bisschen für den Roche, aber Nightmare kommt direkt. Der Hawk scoutet das Ganze aus. Roche an Hook jetzt auf den Hawk, auf den Bohr, meine ich natürlich. Cox werden gesetzt, aber hier ist auf die Mortal Fist im Mail. No One steht hier, wird aber direkt verprügelt und hat Teezy mit dem Mordavon. Aber Teezy relativ laut durch das Blade-Play von Clockwork. Aber er isst einfach den Cheese, schnappt sich den Triple Killer. GG, what played is called. EG zieht in die nächste Runde des Semifinals ein auf dem Major in Frankfurt. Das Blade Mail auf Clockwork hätte ja fast Teezy noch umgeklatscht, aber auch nur und fast. Teezy hat auch kurz vergessen, dass er einen Cheese hat. Also immer so 2 Sekunden auf 1 HP gefühlt, aber zündet den Cheese und ja. War abzusehen. Sehr schönes Game von EG und hat dann doch am Ende hier auch draft-wise sozusagen Dominanz bewiesen, weil keine Antwort für den Anti-Mage einfach vorhanden war.